Moin Moin Piraten und Landratten. Wir fahren heute mal nur ein bisschen sinnlos durch die Gegend. Zwar habe ich vor, jetzt als erstes zur Haspa-Talsperre zu fahren. Mal gucken, was da so ist. Da soll zwar nicht viel sein, da kann man wahrscheinlich nur ein bisschen spazieren gehen. Aber schauen wir mal. Und im Anschluss möchte ich noch bei Café Alle vorbeifahren, eine Kleinigkeit essen. Und mal schauen, vielleicht noch was trinken dabei, logischerweise. Mal gucken, was wir heute so sehen und erleben. Vor uns ein Cabrio, Opel Cascada, kenne ich überhaupt nicht, sagt mir nichts, ist ja neu. Muss wohl, weil die Bezeichnung kenne ich wirklich nicht. Na, man merkt, dass heute wieder Sonntagsfahrer unterwegs sind. Es geht sowas von lahmarschig weiter, das ist schon nicht mehr wahr. Bin ich mal gespannt, schickt mich das Navi über einen cooler Kamp, also oben über den Berg oder am Bahnhof vorbei. Mal gucken, das weiß ich nicht. Dann lasse ich mich jetzt einfach überraschen. Nein, wir kretzen hier mit 40 durch die Gegend. Ich wollte gerade schon runterschalten, weil ich dachte, das ist für den dritten ganz wenig, aber ich hatte schon den zweiten drin und den ersten ist doch nicht so toll. Oh Mann, ey. Was ist denn nur da vorne? Mein Gott. So, auf jeden Fall bis jetzt wäre ich genauso gefahren wie das Navi. Meine Grundrichtung ist ja schon klar. Schauen wir mal. Es gibt nur halt zwei Möglichkeiten. Einmal durch die Stadt oder oben über den Tücking. Aber da die Strecke über den Tücking kürzer sein müsste, hat er die wahrscheinlich genommen. Ist das ein lahmarschiges Fahren, ey. Fahren immerhin schon 50 oder 49. 46. Und eine rote Ampel. Hab ich auch. Also ihr seht, ich bin richtig erfreut heute von dem Fahren. Macht richtig Spaß. Ja, ich wäre auch ohne Navi hierher gefahren. Ich bin eigentlich auch mehr auf das Reststück gespannt, weil den ganz genauen Weg weiß ich nicht. Ich weiß zwar die Richtung und ungefähr wo das Ganze ist, aber nicht so hundertprozentig. Da war ich vielleicht meiner Kindheit, aber seitdem nie wieder.
Der Fahrtwind ist schön bei dem Wetter. Es ist ja nicht zu heiß, also wir haben keine 30 Grad. Aber in der knalligen Sonne direkt werden wir auch 25 Grad haben. Während der Fahrt ist es aber angenehm. Obwohl ich heute mal wieder Leder an habe und nicht die Protektorenjacke. Grüßen nicht vergessen. Aber brauchen wir nicht hinterherheizen. Die fahren oben durch die Kurven so langsam durch. Das sind Serpentinenkurven. Der eine oder andere von euch ist bestimmt schon mal mit mir hierher gefahren. Bleibt einfach mal im zweiten Gang. Im dritten wäre Blödsinn. Weil spätestens hier müsste ich zurückschalten. Mein Gott, ey. Mutter mit ihrem Agila, tschüss, und die da vorne auch. So, das waren halt die beiden Stimmen, die Serpentinenkurven. Jetzt kommt der runter noch ein bisschen was, aber haben wir noch ein paar Meter vor uns. Hier hört schöne Musik, klopft schön den Takt an der Tür. Oh, wir könnten eigentlich auch erst nach Kaffeehalle fahren, aber das machen wir nicht. Weil da sind wir schon auf der richtigen Zufahrtsstraße. Bräuchten gleich nur noch einmal rechts abbiegen und dann wären wir da. Aber machen wir nachher am Rückweg. Sie biegt ab nach Kaffeehalle. Ja auch? Oder beide? Ja, eine links, die andere rechts, das passt doch. Wir hätten jetzt rechts rum müssen. Aber wie gesagt, naja, jetzt schauen wir erstmal diese Linie runter. Ich glaube, das Verstellen des des Stoßdämpfers hat was gebracht. Ich setze nicht mehr in jeder Rechtskurve auf. Doch, da war es wieder. Auspuffaufsetzer. Gucken wir mal, ob die Umgehung hier vorne kennt.
Irgendwo da vorne ist ein Blitzer, etwas weiter vorne. Zeigt das Navi auch schon an, aber bevor die Warntröte nicht losgeht, brauche ich da noch nicht gucken. Außerdem kann man hier eh nicht zu schnell fahren mit dem Bus da vorne. Das wird nichts. Da, jetzt warnt er. Ich meine, da vorne wäre sie auch. Hier meine ich, ne? Ja, da vorne ist er. Da war sie denn. Der Bus müsste eigentlich mal langsam wieder eine alte Stelle anfahren. Wenn jetzt nicht von oben her käme, dann könnten wir sogar fahren. Da müsste jetzt die nächste Bushaltestelle sein, ja. Das heißt, da dürften wir eigentlich vorbeifahren. Weil wir jetzt nicht so einen elenden Gegenverkehr hätten. Oder wie ist es noch? Oh, in Bülzow. Ich weiß. Steig ab. Irgendwie habe ich heute ja Schade. Bestimmt gleich stören in der Kurve. Es sei denn, er fährt vernünftig durch, dann komme ich auch vernünftig durch. Ich hätte noch ein bisschen Abstand, falls er zu langsam wird, dass ich da nicht
Wir fahren auf der Straße zu liegen. Ich muss hier im ersten Gang rumfahren, weil er mich nicht schneller lässt.